Verwandlungsmagie. Da können wir übers Wasser laufen und unter Wasser atmen. Wir sind ja Magier. Rennen. Unsere Magierin. Ja, hallo meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Ich grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, ich weiß noch, was wir hier hatten. Hier ist der angebliche Vampir drin, der aber gar keiner ist. Und das wissen wir jetzt ja. Und ich habe in die Folge nicht reingeguckt, wie ich gesagt habe, keine Zeit gehabt. Wir werden ihn trotzdem töten. Und hoffen, dass wir noch ein Vampir werden können. Ob das jetzt einen Vorteil bringt, ja, ist man, also von Skyrim, der fünfte Teil, konnte man Vampir werden, konnte man Werwolf werden. Ich glaube auch ein Vampir. Und wenn wir ihn jetzt töten, der kann uns ja nicht zum Vampir machen, das können ja nur die anderen. Und deswegen, ja, machen wir das so. Bleib da weg. Geht weg. Ich weiß, was ihr hier wollt. Lasst mich einfach in Frieden. Ein unglaublicher Halunke. Ich wusste, dass er versuchen würde, das mir anzuhängen. Könnte ich ihn doch nur zu fassen kriegen. Es tut mir leid. Ich habe mich hier in der Hütte versteckt und meine Manieren vergessen. Versucht, mich zu verstehen. Ich habe sie geliebt. Hätte ihr nie etwas getan. Relfina war die Liebe meines Lebens. Zum ersten Mal hatte mein Leben einen Sinn. Dann sah ich, wie Seridur sie mit diesem begehrlichen Blick ansah. Als sie begann, nachts im Garten spazieren zu gehen, wurde ich misstrauisch. Ich wollte sie nicht verlieren. Ich hätte ihr vertrauen sollen. Oh, Relfina. Mhm. Ja, ich muss mich jemandem mitteilen. In jener Nacht beschloss ich, Relfina zu folgen. Ich wollte sehen, wohin ihre Spaziergänge sie führten. Als sie im Garten stehen blieb und Seridur aus dem Schatten trat, sank mir der Mut. Dann packte er sie plötzlich. Sie schien verzückt, als er seine Arme um sie schlang und seine Zähne in ihren Hals grub. Ich stürzte aus meinem Versteck und griff Seridur an. Er erschrak für einen Moment und stieß Relfina von sich. Sie stürzte zu Boden und ich hörte einen entsetzlichen Knall, als ihr Kopf auf einen Stein schlug. Ich war Seridur nicht gewachsen. Mit einer einzigen schnellen Bewegung schlug er mich nieder. Als ich das Bewusstsein verlor, sah ich noch, wie er lachte und das Weite suchte. Jetzt weiß ich, warum er mir in jener Nacht nicht den Garaus gemacht hat. Er wollte den Verdacht auf mich lenken. Ich geriet in Panik. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, war ihre Leiche verschwunden. Ich wusste, dass Seridur ein angesehenes Mitglied der Gemeinde war. Sie würden nie glauben, dass er ein Vampir ist. Ich habe mich in die Hütte zurückgezogen, um nachzudenken. Ich schätze, ihr müsst euch nun entscheiden. Werdet ihr mich töten? Mhm. Ja, ich werde ihn töten. Weil, habe ich euch ja schon gesagt, erstens mal ist er wohl ein Schlappschwanz. Sonst hätte seine Braut nicht mit dem anderen sich vergnügen wollen. Ja, habt ihr ja alles mitbekommen. Und, ja. Dann werde ich bis zum letzten Atemzug gegen euch kämpfen. Ich werde mich nicht ergeben und ein Verbrechen zugeben, das ich nicht begangen habe. Oh, 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 oh. Ich habe ja schon... Tut euer... Orden des tugendhaften Blutes. Ich habe Roland Jenserik erschlagen. Ich sollte zum Orden zurückkehren und Seridur mitteilen, dass meine Aufgabe erfüllt ist. Genau. Eisernes Kurzschwert. Ich glaube...
Försterhemd. Ja, die Schlüssel und so, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen, glaube ich eher nicht. Aber die wiegen ja nichts. So. Aber wir können jetzt hier dunkel zu Finsternis. Ja, das nehmen wir nicht mit, weil das wiegt immer was. Wir können noch nicht so viel schleppen. Aber wir sind ja auch ein Dieb. Okay, ein Dieb ist eigentlich kein Mörder. Das ist klar, der will nur klauen. Ne? Aber das ist im Spiel klar, dass man auch mal welche tötet. Hm, Lebensenergie wiederherstellen. Ah, das wiegt 2. Das ist echt super schwer. Das können wir auch gerade so nur tragen. Ah, der Diamant. Wunderbar. Den können wir nämlich auch verhökern. Sonst ist hier eigentlich nichts groß. Was ist das hier? Hm. Weintrauben. Oh, der hat leckeres Essen hier. Ach nee, das ist eine Birne. Ja, okay. Ich dachte, das wäre ein Hühnchen. Keule. Brauchen wir alles nicht. Das wichtige Teure war hier der Diamant. Okay, hier ist noch ein Buch. Grundlagen der Alchemie. Das bringt nichts. Brauchen wir nicht. Gut. Auf geht's. Dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt dadurch erreicht haben. Da können wir natürlich hinreisen. Hier könnten wir natürlich jetzt auch immer hinreisen, aber das ist jetzt ja erstmal uninteressant. So. Ah, der ist online, ja? Okay. Ja, das mit dem Stream von der Xbox One auf Windows 10 Rechner klappt wunderbar. Ich habe jetzt ja auch den Game Pass und die meisten Spiele sind ja auf der Xbox One. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, da werdet ihr noch... Ich höre euch zu, Bürger. Da wird noch einiges an neue Spiele kommen auf meinem Kanal. Aber erstmal wollen wir uns hier weiterhin... Na, wir machen einen neuen Speicherstand. Wir können ja den wieder laden, wenn es nichts bringt. Dann können wir ihn leben lassen. Die Nummer 46. So was schreibe ich mir manchmal auch auf. Hat man halt mehrere Optionen. Aber sind wir mal gespannt. Ich wusste von Anfang an schon, dass das der Vampir ist, weil... Was denn nun schon wieder? Wie der aussieht. Du bist es gar nicht, ne? Ich bin Sylvan Dolovas, Siridurs Assistent und Leibwächter. Belassen wir es dabei. Leibwächter, ja. Naja. Der ist auch hoch angesehen hier, der Typ. Das könnte für uns was bringen, da wäre der hoch... Wir werden es abwarten. So, da ist er. Ich hoffe, ihr wart siegreich. Ist die Tat vollbracht? Ja, Roland ist tot. Hervorragend. Ich wusste, dass ihr den Orden nicht enttäuschen würdet. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Ich muss euch jedoch bitten, nichts über uns preiszugeben. Ihr habt der Kaiserstadt einen großen Dienst erwiesen und darauf könnt ihr stolz sein. 250 Gold. Kriegen wir noch was Neues? Abwarten. 250 ist schon mal sehr viel, können wir gut gebrauchen. Es tut mir leid, aber ich bin im Moment sehr beschäftigt. Es gibt immer noch viel zu tun. Schönen Tag. Schönen Tag. Hm. Wir könnten natürlich das andere auch noch mal ausprobieren. Das werden wir auch machen. Dann seht ihr beides mal. Und ich natürlich auch. Hm, warte mal. Ja, das ist natürlich klar. Wir haben den anderen Speicherstand ja noch. Können auf jeden Fall gleich wieder zurück, denn... Wir nehmen nämlich das. Momentan hat er auch keine neuen Aufträge oder irgendwas. So, jetzt überspringen wir natürlich das Gerede, das ist klar. Und lassen ihn leben. Komm her. Bleib da weg. Bleib da weg. Ich weiß, was ihr... Ja.
Ich schätze, ihr müsst euch nun entscheiden. Werdet ihr mich töten? Nein. Hab Dank. Ich bin froh, dass ihr mir Gelegenheit gabt, alles zu erklären. So. Ich weiß von Seridur und seinem Geheimorden. Was wäre ein besserer Deckmantel für einen Vampir, als vorzugeben, er würde sie jagen? Ihr solltet mit Fincias im Buchladen Erstausgabe im Marktviertel der Stadt sprechen. Ich weiß, dass er gelegentlich dorthin geht. Ich bezweifle, dass er Ghislaine und Graukehle etwas erzählt hat, aber ihr könnt es natürlich versuchen. Ja? Wie ihr wisst, vertragen Vampire kein Sonnenlicht. Ich wette, dass man Seridur am hellen Tage niemals draußen sieht. Genau. Gut. Traut Seridur nicht. Er ist gerissener als ihr ahnt. Ja, das andere gibt uns natürlich hier 100. Und dann nochmal 250 sind 350. Aber wir wissen nicht, was es bringt, ihn am Leben zu halten. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. So. Ja, das ist das Gute, wenn man jederzeit speichern kann und nicht automatisches Speichern hat. Weil jetzt werden wir gleich wissen, welche die bessere Entscheidung ist. Meine lieben Freunde. Ich höre euch zu, Bürger. Boah, wenn ich nichts sage, dann kannst du auch nichts hören. So. Was? Ich kann Fremden eigentlich keine Auskünfte über meine Konten geben. Doch. Ich kann Fremden eigentlich Na? Keine Auskünfte über meine Konten geben. Verdammter Dieb! Ich hoffe, Sie knüpfen ihn auf, wenn Sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Ja, und unser Führer. Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Wir kommen hier nicht weiter. Ich kann Fremden eigentlich keine Auskünfte über meine Konten geben. Schönen Tag. Das ist äußerst merkwürdig. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, ne? Wir können natürlich den Vampir töten. Aber das wird uns ja nur Ärger einbringen. Na, vielleicht sind wir noch nicht... Wir können was anderes probieren. Ihn zu überreden. Fasst euch kurz. Dann nehmen wir erstmal Y. Sehr schön gemacht. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. So, wollen wir es jetzt beenden? Ich kann Fremden Geht nur. Bringt nichts. Schönen Tag. Tja, dann wissen wir, was wir machen. Nein, natürlich nicht speichern. Wir laden den letzten. Und dann kriegen wir 350 Gold. Das ist schon wirklich sehr viel. Und dann machen wir in der Story weiter. Den Diamant haben wir ja auch. Als Dieb können wir den wunderbar... Aus welchem Loch seid ihr denn hervorgekrochen? Aus welchem Loch? Werd mal nicht frech hier, du. Ja. Ist die Tat vollbracht? Hervorragend. Ich wusste... Naja. Wunderbar. Vielleicht können wir auf ihn irgendwann nochmal drauf zurückgreifen. Irgendwann nochmal mit ihm was anderes machen. Das könnte gut sein. Ihr dürftet gar nicht hier sein. Ich bin Sylvan Dolovas. Seridur.
Wunderbar. So. Dann würde ich sagen, machen wir das mal anders, weil wir wissen ja, ups, wo wir für die Diebesgilde was abgeben müssen, um überhaupt erstmal in die Questreihe reinzukommen. Das ist in Bruma. Und das ist hier. Ne, Zero Deal. Bruma. Vielleicht haben wir hier sogar was. Freiberufliche, ja, sagte, er habe einen weiteren Auftrag für mich, bis ich mehr Diebesgut an Onga, den Hehler, verkaufe. Ich werde Diebesgut im Wert von Humber, bevor, ja, hier haben wir es. Wunderbar. Dann kommen wir in die Questreihe rein von der Diebesgilde. Und das dauert lange. Da haben wir sehr viel zu tun. So. Ah, sind wir ja schon genau richtig hier. Wunderbar. Hallo. Hallo. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Aha. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Die Ach Kämpfergilde. So. Schönen Tag. Jederzeit. Das warst Hallo. Du, ne? Ein Wunder. Ich bin Surotan. Stolzer Eigentümer von Nova Roma, einem kleinen Stück des Zentrums des Kaiserreichs, hier in den hohen Gebirgszügen des Giralgebirges. Verdammter Dieb. Ich hoffe, Sie knüpfen ihn auf, wenn Sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wie... Es heißt, außerhalb der Städte Tamriels hätten sich Oblivion-Tore aufgetan. Mögen die Götter uns beistehen. Es ist nicht nötig, in die Kaiserstadt zu gehen. Bruma sieht vielleicht wie eine Skyrim-Stadt aus, aber wir haben hier all die Vorzüge des warmen nibenischen Südens. Ja, okay, Kämpfergilde können wir nämlich auch noch rein. Sie ist einfach lächerlich. Manche finden sie vielleicht amüsant, aber ich nicht. Was kann ich für euch tun? Ah, hier gibt's nichts. Hallo! Womit kann ich euch heute dienen? Wir sehen. Ein Bett wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Anscheinend unterweist Rechtswind auch andere Mitglieder der Kämpfergilde in der Kunst der Klinge. Rechtswind? Die Gräfin kommt aus den Ländern am Nieben, wie die meisten Angehörigen der Gilde und der Kapelle. Ihr werdet aber feststellen, dass es sich bei den meisten anderen um Nord handelt. Ich wünsche euch eine gute Reise. Seid gegrüßt. Hallo. Guten Abend. Haut man nicht alle ab hier. Seid ihr Yanthus Brolos, den Schwertmagier? Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen. Wie ich sehe, seid ihr einer der Graufuchsleute. Braucht ihr vielleicht einen Hehler? Ja. Geldstrafen und Gaben? Ist es das oder was? Armand, Christoph und Skriva haben mit den Wachen und Richtern in ganz Cyrodiil spezielle Vereinbarungen. Sie können alle Haftbefehle verschwinden lassen, für nur die Hälfte der Geldstrafe. Mhm. Bruma ist eine perfekte Stadt für einen Nord, der sich dem Müßiggang verschrieben hat. Erfrischende Bergluft, gutes Essen und Trinken und viele muntere Nord. Ja. Ich war bei Olaf und begegnete diesem Dunmeer namens Rainil Dralas. Nach ein paar Runden erzählte er mir, er sei ein echter Vampirjäger. Aha. Ist auch mal interessant. Er ist schon ewig dabei. Er fungiert schon mindestens seit 300 Jahren als Anführer. Ich bin nicht mal sicher, ob er ein Mensch ist. Tauschhandel, ne? Ihr habt Diebesgut? So, Hehlersumme 0. Jetzt geht's los. Oh, der hat Dietriche. Ist natürlich auch logisch, dass er die hat. Was ist das denn? Ja, könnte auch noch nützlich sein. Wir haben Diebesgut. Na klar. Müssen wir mal alles raussuchen.
ist natürlich jetzt hier, ist es glaube ich alles da sowieso nicht drin. Ach doch, hier ist die, bist gut. Ja genau, die hatten wir mitgenommen. Da ist auch die Hand davor. Ein Moment. Falschen. Anger. Fertigkeit, Handelsgeschick, Geselle, Stimmung 40. Selling Items. Ja, ein bisschen falschen sollte man schon. 45. Ja. Läuft. 54. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das auch. 80. Stoma. Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Daran habt ihr viel... Ey, den Liebesbrief wollen wir behalten von Ralfina. Marktloser Diamant. Er gibt natürlich ein bisschen weniger als 100. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Hey, la Summe, noch mehr? 241 Gold. Ein bisschen brauchen wir noch, aber ich glaube, wir haben noch was. Hoffe ich. Ups. Ah, das ist dasselbe, ne? Haben wir tatsächlich doch hier. Oh, das ist aber... Da müssen wir falschen. 3. Fünf. Ja. Reicht das? Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Nicht mal für euch. Ah, okay. 4. Ja. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ah, ich glaube, das reicht jetzt aber nicht an Diebesblut, ne? Ah, weil wir doch weniger bekommen haben von ihm. Ah, das ist eins wert. Das ist nicht mehr viel, was wir brauchen. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Uns fehlen noch mehr. Uns fehlen noch 4 Gold. Hier ist nichts mehr. 4 Gold. Wenn wir Glück haben, machen wir einmal unten runter. Ist nichts geklautes. Wir hätten ein bisschen höher falschen müssen. Hier ist leider nichts geklautes. Da war aber noch auch wenig geklaut, also bis jetzt noch eigentlich gar nichts. Na, hier ist jetzt alles drin. Das hatten wir alles schon. Ich gehe trotzdem noch mal ganz runter, aber ich glaube, wir haben nichts mehr. Und der bringt nichts, der Liebesbrief. Naja, gut. Dann müssen wir noch... Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich brauche ein Nickerchen. Gut. Schatten mögen euch verbergen. Trotzdem. Ach doch! Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut im Wert von über 50 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Armand vorbeischauen, vielleicht hat er ja was für mich. Armand. Na wunderbar. Wo ist denn Armand? Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln?
Ah ja, der Wamp offen erschien. Schatten mögen euch verbergen. Ich glaube, wir müssen was anderes machen. Ups. Wieso Armand? Der ist nicht hier. Doch, anscheinend schon. Wo ist er denn? Hallo. Da ist doch Olaf hier. Dann ist er oben. Ja, er geht's nicht hoch. Nee, nee. Armand muss doch woanders sein. Hallo. Hallo. Merkwürdig. Ich glaube, der ist sonst hier drin. Wir müssen erstmal ein bisschen warten. Warten wir einfach mal 15 Stunden. Es waren ja auch vorhin viel mehr Leute hier drin. Na, er lädt nochmal nach. Was habt ihr für Neuigkeiten? Oh, jetzt ist gar keiner hier. Ich habe neulich ein paar Goblins gesehen. Schreckliche Kreaturen. Hallo. Abscheuliche Kreaturen. Mann, ich hoffe, ich begegne nie wieder einer. Verschwindet, ihr Narr. Oh. Allweil. Wenn ihr das so seht. Was ist? Ich bin ganz Ohr. Geht. Aha. Jetzt hat uns jetzt aber woanders was an. Das ist gut. Armand. Ich bin ganz Ohr. Hier soll er drin sein. Onga. Ist das richtig? Ja. Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln? Ja. Kriegen wir das denn hin, sag mal? Was wollt ihr wissen? Wo kann ich einen Hehler finden? Es ist ja der Hehler. Was ist ein Gildenältester? Die Doyen sind die Hände und Augen der Gildenmeister. Von ihnen erhaltet ihr eure Aufträge. Dafür tun sie euch Gefallen. Die derzeitigen Doyen sind Armand Christophe und Scriva. Armand Christophe, ja, wo finde ich den? Was wollt ihr wissen? Ich kann bestimmte Arten von Diebesgut verwerten. Was habt ihr denn? Ja, das ist ja merkwürdig. Bruma ist eine perfekte Stadt. Nee, das hatten wir schon. Ich war bei Olaf und begegnete diesem Dunmeer namens Ra. Nein. Die Mitglieder... Auch nicht. Das ist ja merkwürdig. Schatten mögen euch verbergen. Das zeigt er jetzt wieder als grün hier an. Aber es ist nicht der richtige NPC. Vielleicht finden... Moment, zeigt er das hier auf einmal an? Abwarten. Na, weil er jetzt nicht hier ist. Wie spät ist das? Ach, wir können wegen einem Einbruchs nicht warten. Doch gar nicht eingebrochen. Die Haus... Das ist ein bisschen verwirrend jetzt. Ja, das ist das erste Mal. Hier waren wir schon. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen warten. Muss wohl die richtige Target-Zeit sein. Oder wir sind hier in Bruma jetzt nicht mehr richtig. Vielleicht ist in Bruma nur... der Hehler. Nee, nachts wollen wir nicht haben. Ist noch zu früh. Dann müssen wir noch 3 Stunden dranhängen. So.
Hier ist wieder keiner. Sind schon alle in der Schenke. So, hier waren wir. Ah. Ätzend. Ich glaube, der ist sowieso in der Kaiserstadt zu finden. Und er ist müde, ja, das sieht man. Das bringt jetzt auch nichts mehr, mit ihm zu reden. Naja, wir können noch eins probieren, dass der hier gleich reinkommt. Und dass das denn der richtige ist. Obwohl an der Tür was anderes stand. Ich hoffe mal, dass der jetzt hier ist. Nö. Oder schläft er hier irgendwo? Die schlafen doch jetzt nicht mehr. Nö. Dann müssen wir mal sehen. Ups. Ah. Hier ist er. Dachte ich mir schon, dass das doch in der Kaiserstadt ist. Dann machen wir das noch in diesem Let's Play, meine lieben Freunde, weil ich bin... Holt euch euren Rattenkurier hier. Ach, hier haben wir sogar was in Grün. Das ist, glaube ich, Grün ist das richtig. Das Sprecht. Ah, ich bin nämlich schon ziemlich müde. Ich bin schon ziemlich lange auf den Beinen heute. Lalu haben dem Sklavenhandel abgeschworen. Und muss auch noch was essen. Ach so, hier. Ja, das kann sein. Aber wohl wieder nur bei Nacht, ne? Ich glaube, das kann mich an den Namen auch erinnern. So, PM. So. Ich glaube, das passt. Ja, das ist nachts. Fehlt noch eine Stunde, glaube ich. Und dann kommt er. Nehmen wir 3 Stunden, das passt schon. Ein bisschen länger. So. Jawohl. Das ist er. Armand Christoph. Ah, unser neuer Taschendieb. Genau. So, Diebesgilde spitzt erstmal so. Arbeit? Wir sind Diebe, keine Steinmetze oder Schreiberlinge. Als Dieb seid ihr auf euch allein gestellt. Sucht ein Haus, das gute Beute verspricht. Seht nach, ob der Eigentümer da ist. Wenn er fortgeht, brecht ein und stehlt etwas. Ihr braucht weder eine Erlaubnis noch Befehle dafür. Ihr werdet allerdings feststellen, dass ihr Diebesgut nur an Hehler der Gilde verkaufen könnt. Die meisten anderen Kaufleute nehmen keine heiße Ware. Na, wir kennen das ja schon. Nun, manchmal erhält die Gilde einen besonderen Auftrag. Ihr wisst schon, garantierte Bezahlung, um gewisse Objekte für besondere Kunden zu erwerben. Ihr solltet gelegentlich euren Doyen fragen, ob er Aufträge für euch hat. Jetzt gibt es nämlich Spezialaufträge. Der Graufuchs hat mich angewiesen, mich um ein Problem zu kümmern. Und ich gebe es an euch weiter. Hieronymus Lex trieb von allen Leuten hier im Hafenviertel Steuern ein. Euer Auftrag ist es, diese Steuergelder wieder zu beschaffen. Seid ihr dazu bereit? Ja, na klar. Das scheint für Diebe sehr ehrbar zu sein. Wo ist Hieronymus Lex? Warum kümmert das den grauen Fuchs? Sicher, ich mache es. Moment. Warum kümmert das den grauen Fuchs? Der Graufuchs ist seit über 300 Jahren Anführer dieser Gilde. Er hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Mhm. Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache und ein Narr. Er ist einer dieser Typen, die auf Recht und Ordnung pochen. Er hegt einen Groll gegen die Diebesgilde und besonders gegen den Graufuchs. Lex hat es sich zur Mission gemacht, den Graufuchs zu fangen. Der Graufuchs ist seit über 300 Jahren Anführer dieser Gilde. Er hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Ja, rühmlich. Die Leute, die im Hafenviertel leben, sind sehr arm. Es ist Brauch, dass die Stadt keine Steuern von ihnen fordert, obwohl sie vom Gesetz her dazu berechtigt ist. Das Geld, das die Stadt erhielte, würde kaum die Kosten der Eintreibung decken. Der Graufuchs hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Er will diese Ungerechtigkeit nicht zulassen. Hier geht es ums Prinzip. Genau. Gut. Findet heraus, wo er die Steuergelder aufhebt und bringt sie zu mir. Ich brauche auch die Steuerlisten, damit ich feststellen kann, wie viel jeder Bürger zahlt. Dann können wir das Geld zurückgeben. Wunderbar. Da haben wir die erste Quest.
Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Er liegt in Fehde mit der Diebesgilde und dem Graufuchs. Vor 2 Jahren machte ich ihn öffentlich lächerlich, als er versuchte, mich zu verhaften. Lex hat dies nie vergessen. Hä? Wenn ihr euch über einen Händler beschweren möchtet, sucht ihr Vinicia Melisaea auf. Okay. Schatten mögen euch verbergen. So. Da haben wir fürs nächste Let's Play eine Mission. Und wir haben natürlich jetzt auch viel Kohle. Moment. Ja. Dort ist es. Wieder im Bruma. Ja. Moment, was steht jetzt hier? Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut. Ja, es ist klar. Das ist aktiv. Steueraufhebung für die Armen, das ist es. Aha, in der Kaiserstadt. Ja, das machen wir im nächsten Let's Play, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, wir speichern ab. Schauen wir mal, wie viel Kohle wir jetzt haben. So. Ja, 544. Da können wir jetzt auch bald unsere Magierin trainieren. Wir sind ja immer noch Stufe 1. Ja. Ja, geil. Nice. Ja gut, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich mal sagen. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.